Danke für die Vorstellung. Danke den Vorrednern. Es ist so schön, wenn man sich ergänzt. Aber nicht nur von außen, sondern auch vom Inneren, aus dem Gefühl. Ich möchte euch besonders begrüßen. Für mich ist alles eins. Es gibt für mich keine Fremden, keine Trennung. Ihr seid alle für mich Brüder und Schwestern. Wir leben auf einer Welt, wo eine riesengroße Familie besteht, aber die meisten haben es vergessen. Du bist die Brücke. Und ich auch. Wir ergänzen uns. Und das ist das Fantastische an uns, an jedem Einzelnen. Ja, wir gehen später darauf ein, was die Brücke bedeutet genau. Die Frage nochmals an euch alle. Existiert ihr? Existiert ihr? Ja. Wer nicht? Ich sehe das schlecht. Okay, wenn wir existieren, dann leben wir auch. Wir unterscheiden uns da nicht voneinander. Das ist für mich Gleichheit, Verbundenheit, obwohl wir einzigartig sind. Und hier möchte ich euch jetzt die Geschichte erzählen, die eine Erfahrung mir ermöglicht hat, um vieles zu verstehen. Es ist ein Beispiel für viele Beispiele. Und zwar, was seht ihr da? Drachenfliegen, kennt ihr das? Lenkdrachenfliegen? Das ist so ein wunderbares Hobby. Ich habe selber die Drachen genäht. Ich glaube 15 an der Zahl. Für meine Freunde auch noch 6er-Folgen. Ich habe 12 Stück sogar hintereinander gehangen. Mit Gurt, mit so einer Stange, weil sonst hätte es einen weggezogen. Ja, wir waren eingeladen am Silva Plana von der Kurdirektion Giesing. Wir haben Hotel bezahlt bekommen, alles. Aber warum? Wir waren nicht Meister, wir waren Künstler, wir waren Schauspieler. Meine zwei Freunde dort haben mit mir ein Team gebildet. Ein Team, was sich aufeinander verlassen konnte. Wir haben so viel Freude gehabt, so viel Spaß. Wir hatten sogar Werkzeugkoffer, die gleich lackiert waren, 2 Farben. Und Overalls. Also alleine schon das Auftreten von 3 Menschen, die Freunde sind und zusammengeschweißt sind durch dieses Hobby, durch diesen Spaß, war eine Augenweide. Die Reporter, die da waren, haben so viel geknipst, dass sie sich geärgert hatten, weil der Film leer war. Wir sind dann veröffentlicht worden. Es war so ein wunderbares Erlebnis für mich, dass ich heute da noch sage, wenn das nicht einer mitgemacht hat, ja, dann sollte er es mal probieren. Jetzt war das die schöne Seite, diese Erfahrung. Einssein, Freude, es war geil. Absolut. Und die gleiche Geschichte schauen wir uns jetzt von einer anderen Seite an. Und zwar stellt euch vor, mein Bruder, ich hatte 2 Brüder, hat uns sehr selten besucht, weil er im Rheinland gelebt hat und wir in Bayern. Er kam zu mir oder zu uns zu Besuch. Ich habe mich gefreut, weil ich liebe meinen Bruder. Und dann erzählte ich ihm von dieser schönen Begebenheit, was ich erfahren habe, was ich erleben durfte. Und dann habe ich ein Wort gesagt, was zu viel war. Dass ein fliegender Drachen bis 150 Kilogramm Zugkraft hat. Ja, man muss das mit dem Körper ausgleichen. Da sagte er zu mir, das gibt's nicht. Das kann nicht sein. Dann fliegst du ja weg. Ich habe mich natürlich damit total beschäftigt und habe ihm gesagt, Conny, 150 Kilogramm Zugkraft ist was anderes wie das Gewicht. Ja? Mit dem Hebel kann man das ausgleichen. Und der hat gesagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe gesagt, 100%. 100% ist es so. Ich habe es gelesen. Ich habe mich damit beschäftigt. Und er hat gesagt, nein, das gibt es nicht. Du kannst da nicht 100% sagen.
So, und jetzt war der Streit geboren. Wisst ihr, was da war? Weihnachtszeit. Meine Eltern haben sich auch gefreut, dass der ältere Sohn kommt. Und der und ich streiten uns bis aufs Messer. Der Familienrahmen war gesprengt. Die haben gedacht, was ist denn da los? Und ich habe es beobachtet. Ich habe es gefühlt. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich liebe meinen Bruder. Wieso streiten wir uns? Will er Recht haben? Will ich Recht haben? Und dann ist mir eine Sache eingefallen, weil es mich so geschmerzt hat. Ich will nicht 100% mehr sagen. Ich habe meinem Bruder angeboten, bitte Conny, lass uns doch nicht streiten. Machen wir aus 100% 99. Er guckte mich an, dann sagt er ja. Ich habe ihm die Hand gegeben, sage ich, Conny, und lass uns nie mehr 100% sagen. Ich bin ihm entgegengegangen und er mir entgegengegangen. Und dann hat wieder die Harmonie gestimmt. Also die gleiche Situation, zwei verschiedene Reaktionen. Ja, das war die einleitende Geschichte. Und wenn wir uns jetzt anschauen, du bist durch das Leben und durch deine Einzigartigkeit auch die Schöpfung. Jeder von uns erschafft. Nur was? Freier Wille? Ist das nicht ein wunderbares Geschenk? Sonst wären wir alle gleich und dann könnten wir nichts mehr erleben. Also, ihr seid die Schöpfung. Ich möchte sogar behaupten, ihr seid ein Wunder. Ein Wunder in Persönlichkeit. Und das Wunder ist eben einzigartig. Egal, wo wir hinschauen. Egal, was wir mitmachen. Manchmal freudig, manchmal nicht so freudig. Aber da wird etwas aktiviert in einem. Ich möchte euch sagen, mich hat man früher immer gefragt und euch bestimmt auch, wie geht es dir? Was sagt man? Was hört ihr? Gut. Ich denke mir, das ist nicht die Wahrheit. Dem geht es so beschissen, aber der will sich nicht mit mir darüber unterhalten. Und dann sagen sie, gut. Und dann habe ich mir gedacht, was sagst du? Ja, ich habe auch immer gut gesagt. Und dann bin ich auf eine Idee gekommen. Und ich habe sie alle geschockt. Und zwar habe ich zu denen gesagt, wenn er mich gefragt hat, wie geht's dir, sage ich, du, mir geht's traumhaft, fantastisch, gigantisch, intergalaktisch, megastark, brachial. Die haben mich angeschaut mit großen Augen. Das kann ja gar nicht sein, dass es dem so gut geht. Da habe ich gesagt, wieso nicht? Warum soll ich denn etwas Schlechtes wählen, wenn es auch gut geht? Bin ich von mir überzeugt oder bin ich nicht von mir überzeugt? Ja, das nochmals langsam. Ihr seid traumhaft. Ihr seid bombastisch, gigantisch, intergalaktisch, mega stark, brachial. Nehmt es mit und lasst nichts anderes zu. Okay, schauen wir uns noch einmal die Einzigartigkeit an. Wir leben auf einer Welt und, ja, möchte sagen, spielen ein Abenteuer. Wir sind alle eigentlich in einem großen Raum. Ich sehe, wie gesagt, keine Trennung, sondern auf einem Planeten zu leben, wo alle Möglichkeiten erfahren werden können. Und das macht uns wieder so einzigartig. Eine Frage. Fingerabdruck. Ist euer Fingerabdruck nochmals irgendwo zu finden? Der ist einzigartig. Ihr seid einzigartig. Allein an dem Fingerabdruck können wir es erkennen. Erinnert euch daran, wenn ihr aufsteht morgens früh. Ich bin einzigartig. Was bringe ich heute in die Welt? Egal, mit wem ich zusammenkomme. Ihr versteht, ihr fühlt es. Die Natur zeigt uns so vieles. Wir lernen aus der Natur. Kein Stein gleicht dem anderen. Oder was passiert mit einer Schneeflocke? Streiten die miteinander? Kämpfen die miteinander? Oder sind sie in Harmonie?
und schenken uns einen schönen Winter. Schaut mal, wie lieb das ist. Wie, fügt mal da rein. Die Verbindung. Wir sind mit allem verbunden und erfahren uns dadurch. Was wollt ihr in Zukunft schöpfen, erschaffen, weitergeben, leben? Ja, und jetzt die Frage an euch. Was macht ihr am Abend, wenn ihr ins Bett geht? Was passiert da hier oben? Man schaut sich noch mal alles an. Wie war der Tag? Was habe ich erlebt? Und ihr haltet also eine Rückschau und sagt, oh, das war schön, das war nicht so schön. Ja, wir können uns alle nicht davon rausnehmen. Wir sind die Rückschau. Ja, in der Stille und Ruhe, da erkennst du dich wahrhaftig. Ich habe es gerade erzählt, aber dazu noch eine kurze Geschichte. Eine Firma hatte ich aufgebaut, 10 Jahre lang. Und diese Firma hat mich erfreut. Es war meine ganze Leidenschaft dort drin und habe 5-stellig sogar verdient. Und nach 10 Jahren wurde ich betrogen. Man hat mir dann zur Auswahl gestellt, ich könnte ja aufhören. Und ich habe mich in einer Minute entschlossen, ich höre auf und stand vor dem Nichts. Ich würde es wieder tun. Weil mit Lügen oder mit sowas konnte ich nicht umgehen. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe vergeben. Er hat seine Firma auch hinterher verloren, weil er, was er denkt, was er tut, zieht er an. Ja, schauen wir uns mal die Dualität an. Einmal links, einmal rechts. Oh. Also, immer die Energie, ja? Die Möglichkeiten, die wir haben. Nur, wenn wir uns das jetzt anschauen, unterscheidet sich von den vorhergehenden. Wir haben also 3 Möglichkeiten. Einmal links zu sein. In der Politik gibt es die Linken und die Rechten. Die kloppen sich immer. Ne? Oder man geht in die Mitte. Man gleicht die Dualitätsenergie aus. Und dann geschieht etwas absolut Gigantisches. Ich habe selber erfahren und viele andere auch. Dann verändert sich die Schwingung in dir. Du zündest so quasi dein Herz an. Es lodert. Und jetzt stellt euch vor, was braucht man, um ein Feuer zu entfachen? Ein Streichholz. Mehr nicht. Oder 1% wegnehmen von 100. Oder auch dazu tun. Aber immer im Ausgleich in der Mitte. Wir alle haben einen Verstand. Wir haben einen Körper. Wir machen unsere Erfahrung. Ihr merkt, alles ist eins. Wir unterscheiden uns nicht in Wirklichkeit, außer vom Aussehen oder von der Stimme. Und wenn wir das jetzt schaffen, diese Verbindungen zu treffen, dann haben wir es auf jeden Fall schon mal auf dem Weg geschafft, uns selbst zu erkennen. Und jetzt passiert etwas. Das Herz verbindet deinen Verstand, der im Körper ja ist und auch im Körper Energien, mit deinen Erfahrungen. Und dann sind alle Erfahrungen, die von außen auf dich zukommen oder die du nach außen sendest, aus der Liebe, die wir alle sind, geboren. Minus und Minus, was ergibt das in der Mathematik? Plus. Also, verbinden wir das Herz mit den Erfahrungen, dann werden aus schlechte Erfahrungen positive. Wir fügen etwas zusammen, was vorher getrennt war durch Ego, durch Streit, durch Hass, durch Kriege. Schaut eure Welt und meine Welt an. Wollt ihr das weiterhin erschaffen? Ich nicht mehr. Und dann breitet sich diese Energie immer mehr aus und wir erschaffen eine neue Welt. Hier haben wir die Brücke, die ihr seid. Minus und Minus ergibt Plus, egal in welcher Situation. Setzt euer Herz ein, meine Brüder und meine Schwestern.
Und jetzt möchte ich euch das noch kurz, bevor ich zum Schluss komme, austeilen lassen. Das sind 45 Motivationssätze, die ich vor über 20 Jahren geschrieben habe, aus meiner Erkenntnis heraus. Und jetzt schauen wir uns das kurz an. Du bist die Brücke und die Lösung. Bewusstwerdung. Du bist der Rückblick. Das ist jetzt die Zusammenfassung. Du bist überzeugt von dir. Üben, üben, üben in jeder Situation. Muss nicht gleich geschehen. Ihr seid charakterstark. Ihr seid konsequent. Ganz sicher. Und ihr arbeitet an der Einswerdung. Nicht mit außen, mit euch selbst. Und automatisch ist das Außen auch eins. Ja, du bist die Lösung. Programmiere dich um, mache ein Reset. Was macht er mit dem Computer? Wenn er nicht mehr funktioniert, Reset, bam, neu bespielen. Ja, mit dem Herzen. Und das hier ist zwar klein, aber das ist der Schlüssel. Ein kleines 1%le im Herzen. Wisst ihr, wie groß die Kraft ist, die ihr in euch und in eurer Umgebung erzeugt? Das Herz hat die größte Schwingung. Es gibt nichts, was so hoch schwingt wie die Liebe. Und die verändert alles. Reine, pure Energie durch Schöpfer, die wir alle sind. Ja, wollt ihr also Harmonie erfahren, dann seid die Liebe oder in Liebe. Ich möchte an dieser Stelle euch das wünschen, dass ihr in Zukunft die Brücke so stabil baut, eine bessere Brücke, sodass ihr mit mir gemeinsam eine friedliche und harmonische, glückliche Welt erschafft. An dieser Stelle darf ich jetzt noch die Zettel austeilen lassen und ich möchte mich bei euch herzlich bedanken für eure Zeit.